So, da sind wir wieder. Ich habe kurz noch meine Tasche ein bisschen geleert. Jetzt sieht das doch wieder viel schön aus. Und hier sieht es auch nicht schlecht aus mit diesen Sims-Leuchten, nenne ich das mal. Ja, wo gehen wir denn hin? Ja, also den normalen Weg. Wo gehen wir denn hin? Nach Timbuktu. Das seltsamste Medi-Center, das ich je gesehen habe. Wenn ich im Kampf falle, lasst mich einfach sterben. Bringt mich nicht zu diesen Irren. Okay, chill. Ganz ruhig. Piers, so. Was für eine Grütze. Ich wusste gar nicht, dass das ein Mediencenter ist. Ich denke hier, okay, es ist so eine Glaubensstätte. Aber dass das so ein Medien. Dass es so ein. Dingens Medi-Station ist, wusste ich jetzt nicht. Ja? Naja, ich hab. GTA 5, ich hab Warzone, ich hab Star Wars, The Old Republic, dann was hab ich noch? Ground Warfare 2 und das war's eigentlich. Lässt du mir noch kurz so 10 Minuten? Okay. Okay. Danke. So, quasi. Okay, wir müssen links den einen Raum. Warum muss das jetzt genau in den Raum sein? Also, verstehe ich nicht so ganz. Wieso jetzt genau in diesen Raum? Ist das da so speziell? Du. Hey, mir fehlt die Musik hier. Also ja, ist so leichte Musik, aber das ist halt gar nichts. Es sind nur so ein paar Klänge. Okay, verwundete Boss. Was ist denn mit euch hier passiert? Ihr seid keine richtigen Männer. Aber okay, es ist auch eine Seid Heilstation ihr hier. Banaxo? Ich benötige den Segen der Einheit. Hallo, ich rede mit euch. Bitte antworten. Muss ich erst mein Lichtschwert ziehen, um Aufmerksamkeit zu bekommen? Mein Schmerz stabilisiert dieses Leid. Ich kenne euer Anliegen. Aber ihr seid kein Voss. Der Segen gewährt Privilegien. Ich zögere. Ihr bringt mein Innerstes zum Schreien. Führt die Segnung jetzt durch. Alles andere ist mir egal. Gebt mir, was ich verlange, oder ich bringe auch euer Äußeres zum Schreien. Ich stehe euch zur Verfügung. Aber um den Segen zu erhalten, müsst ihr ein Opfer bringen. Ich zehre Kraft von den Gesunden, um die Kranken zu heilen. Willigt ihr ein? Ja, mach. Ich biete euch meine Stärke zur Heilung eurer Kranken. Haltet still. Oh Gott, muss ich jetzt hier beten? Ui. Was ist das hier für eine Telekinese? Ganz ruhig. Auf meinen Körper. Au, au. So fühle ich mich gerade. Scannt die Dame! Was war das gerade für eine so eine Heilung? Krass. Euer Opfer lindert das Leid. Ihr habt den Segen der Einheit verdient. Fangt jetzt endlich an. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Tut es einfach. Was sind das für Geräusche? Einheit gewährt. Du, Schock des Todes. Leb Ich wohl. gehe. Ich muss mich dem Heilen zuwenden. Respektiert Voss. Nö. Ihr schwachen Marten. Oh. Ihr habt den Segen. Damit könnt ihr das Tor zum dunklen Herz erkennen. Zum Öffnen des Tores benötigt ihr noch den Knochenanhänger. Kommandosoldat Bedegwa besitzt ihn. Er ist im Gormak-Gebiet stationiert und führt Krieg gegen die Gormak-Häuptlinge.
Er muss euch den Knochen geben. Verstanden. Bewegt mich sofort dahin. Oh. Jawohl! Stufe 48. Wir werden immer besser. Wir nähern uns den Level 50 Bereich. Wir müssen jetzt wieder ultra weit laufen. Yep. Bis dorthin. Willst du mich eigentlich verarschen? Okay, Leute, wir sehen uns mal wieder. Und das schneide ich natürlich raus. Bis gleich. Gut, nach dem ganzen Hin- und Hergelaufe bin ich endlich da und die Höhle ist echt mega klein. Wow. Dafür, dass ich so weit laufen musste, ist diese Höhle viel zu klein. Dann ist hier nicht mal ein Gegner. Wow. Okay, ich hätte die Gegner eh übersprungen. Also, macht's auch keinen Unterschied. Sag mal, ist das nicht die gleiche Höhle, die wir letztes Mal waren? Also, irgendwie kommt's mir so vor. Vielleicht habe ich auch irgendwie nur was in den Augen. Ich suche Bedekwa. Eure Art erhebt gerne Ansprüche. Doch dazu hat sie kein Recht. Was hat jemand wie ihr wohl mit Bedekwa zu besprechen? Ich verlange Respekt, los! Euer Ton könnte schreckliche Folgen nach sich ziehen. Ich bin allein. Bedekwa führt Krieg gegen die Gormax. Er kehrt erst zurück, wenn ihre grimmigsten Häuptlinge getötet sind. Der Feldzug dauert Monate. Ihr werdet warten müssen. Ich hab es eilig, jetzt mach mal hin. Ich warte auf niemanden. Ich werde Bedekwas Feinde persönlich ausschalten. Dann wird er mich empfangen. Irrsinn. Die Gormak-Häuptlinge sind wild und gut geschützt. Ich zeige euch, wo ihr findet. Nervt aber auch langsam. Dann werde ich euch nie wieder sehen. Ja, schön. Ich auch nicht. Komplett fertig gemacht. Ey, Junge, dieses ganze Gebrummel, Alter. Was ist denn das hier? Ist ja nervig. Gut, die Gromag-Häuptlinge, die kann ich auch offscreen fertig machen. Also, bis gleich. Gut, nachdem lange geschnetzeltes Gormag-Häuptling-Fest, was für ein Satz, bin ich wieder zurück, jawohl. Und ihr wisst nicht, wie anstrengend das ist, immer das Offscreen das zu machen. Aber okay, darum geht's ja nicht. Sondern wir wollen das ja jetzt fertig machen, hier. So, Jungs, was habt ihr hier? Was leckt ein bisschen? Der Fremdling ist zurück. Ihr habt die Gormag-Häuptlinge getötet. Warum habt ihr meine Arbeit erledigt? Ich hab's gerne geschaut. Sagt einfach Danke. Ich brauche den Talisman, den ihr am Hals tragt. Den Knochenanhänger? Er ist nur ein Glücksbringer ohne jeglichen Wert oder spezielle Kräfte. Wozu braucht ihr ihn? Das ist was Persönliches und jetzt her damit. Meine Gründe gehen euch nichts an. Der Knochen selbst bringt mir keinen Vorteil. Es ist gut, wenn ich von ihm profitiere. Ihr bekommt ihn für eine Gegenleistung. Ihr habt die feindlichen Häuptlinge getötet, aber der Gormag-Kriegsherr lebt noch. Tötet ihn und der Talisman gehört euch. Abgemacht. Ich bin einverstanden. Ihr bekommt den Talisman, wenn der Kriegsherr tot ist. Gut, irgendwie hat's da gerade kurz gelaggt. Oh Gott, der ist ja wie. Oh nee, Alter. Okay, Leute. Den Gormag-Meister werden wir später töten. Aber nicht in dieser Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.